Moin moin Leute, da sind wir wieder in Fairy Tail Part 2. Wir sind genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben und wir nehmen jetzt wieder oder erstmal die nächste Quest an. Das heißt, immer noch so ein bisschen Tutorial und ich bin mal gespannt, wann es dann hier so richtig losgeht. So, und diese Request ist schon mal interessant. I saw a bunch of sketchy guys carrying sketchy stuff to another sketchy guys. Gotta be something sketchy. Also die Quests sind nicht gerade einfallsreich. Also irgendjemand macht was Komisches mit anderen komischen Typen. Es muss was Komisches sein. Bitte mach was. Aber es gibt Geld. Und das brauchen wir natürlich, um unsere Gilde aufzubauen und auch unsere Skills auszubauen. Ein Schmuggelring. Okay. Ja, das bringen wir hin. Und Gray kommt dazu. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in diesen ersten Requests alle größeren Fairy Tail-Mitglieder haben, die einfach nach und nach dazukommen. Gray sagt, er war vor 7 Jahren schon an diesen Schmugglerring ran. Wo will er wissen, dass das selber ist? So, und er will kein Geld haben, also nehmen wir ihn einfach mit. Also ist er wieder nur ein Gast. Yep. Das ist schön. Also gehen wir jetzt raus. Gather information in town. Heißt, wir müssen in der Stadt wahrscheinlich irgendjemand finden. Ja. Ah, jetzt habe ich Fast Travel freigeschaltet. Sehr gut. Okay, was Fast Travel kann ich dann wahrscheinlich, indem ich nach unten drücke. Ja, und dann kann ich hier aussuchen, wohin ich möchte. Das ist natürlich cool, gerade bei den kaum vorhandenen Ladezeiten. Also gehen wir da jetzt mal rein. Jupp, und schon sind wir da. Das ist echt nicht schlecht. So, sprint mal ein bisschen dazu. Und hier bei denen hole ich mir dann wahrscheinlich Informationen. Okay, sie hat niemanden gesehen. Und das wird mir nach da hinten. Aber ich glaube, es ist einfach nur, dass man da gleich lauf gehen kann. Okay, jemand mit Rüstung ist hier nach links. Das war aber Ersa. Sehr wahrscheinlich mit der Rüstung. Und was mit dir? Okay, und hier dürfen wir nicht rein. Und das war mal unsere Gilde. Da darf keiner rein. Unser tolles Building. Also, nach Westen hat er gesagt. Wird mir auch unten angezeigt, das heißt, man weiß ganz genau, wo man hinlaufen muss. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber hier, schon zweimal denselben NPC in kürzester Zeit. Also er steht einmal hier und er steht hier. Entweder er hat einen Zwillingsbruder oder er bewegt sich schneller als Licht. Moment, da sehe ich ihn auch und da ist er. Bam, unglaublich. Aber ja, ich werde über sowas nicht zu viel meckern. So. Nani? Das ist, ja, die Schlafbereiche der Frauen in Fairy Tail. Ersa, ja. Natürlich war sie die komische mit der Rüstung, die sie gesehen hatten. Also sind wir noch nicht so weiter. Gray, was ist letztes Mal passiert? Okay, und die haben gesagt, die würden es nie wieder machen. Und natürlich machen sie es wieder. Okay, Gray Fullbuster. High Grand Fairy Hills in the Destination List. Okay, hier gibt's nichts, also können wir jetzt im Süden. Ah, okay. Also kann ich aber auch hinlaufen. Da muss ich mich jetzt ja wirklich nicht importen. Aber da rein. Ah, das ist jetzt so die Quest, wo wir ein bisschen die Stadt erkunden, also typisches Tutorial-Zeugs. Ah, da ist jemand. Und das ist. Oh, die Fontäne sieht aber echt nicht so gut aus. Hey, was geht hier rein? Nein, der hat niemanden gesehen. Also gucken wir mal hier rein. Hier war jemand. Ja, und das, oh, auch überall Zwillinge. Diese Stadt. Ich sag mal Inzuchtstadt oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, das ist der Markt. Ah, da ist auch. Da ist ein Brunnen. Kathedrale, der ein bisschen mehr nach Brunnen aussah. Hey, was geht? Okay. Merkwürdige Menschen sind nach West. Also, da lang. Und das nehmen wir. Jupp. Ein Rock. Hey. Ja, jemand mit merkwürdigen Sachen sind da rumgelaufen und der lässt uns durch. Jo, danke. Magnolia.
Aber hier, die Quest ist doch noch in Magnolia. Ah, hier lang. Okay, ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Okay, das ist das gleiche Design, was wir schon mal kurz gesehen haben. Hallo. Und das geht direkt in den Kampf über. Ja. Das hört sich nach Battle Music an. Ah, und das sind mehrere Gruppen. Okay, was hast du so? Magic. Du greifst die drei an. Das nehme ich. Das ist aber nicht wirklich Schaden. Ach ja. Und der macht sowieso, was er will. Und tötet sie alle. Wie viele Gegner habe ich denn noch? Nur noch einen? Ne, ich habe da noch welchen. Fire Dragon Roar bringt mir auch nichts. Also Fire Dragon Fist. Er greift Lucci an und sie greifen Natsu an. Dann aber vierfach. Also egal, ich mach mal hier. Ich hoffe ihn, ja, damit Platz zu machen, damit Lucy, wie mir jemand in den Kommentaren, also ich habe es auf Japanisch gesehen. So, du greifst mit dem Lucy Kick. Ja, macht mehr Schaden. Hammer! Und damit sind sie platt. Also besonders schwer sind die Kämpfe bis jetzt noch nicht. Ich habe es auf normal. Das Spiel hat mir ja vorgeschlagen, das auf easy zu spielen. Da habe ich gesagt, nee. Das sind sie tatsächlich. Sie dachten, er ist gestorben. Ja, die dachten, er ist tot und deswegen haben sie wieder angefangen zu schmuggeln. Oh, und die haben das ganze Geld, was sie hatten, die sie ehrenhaft verdient haben, genutzt, um uns zu suchen, nicht gefunden. Hm. Und sauer ist er. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich denn die Geschichte glaube, aber... Backstreet. Okay, Backstreet Boys. Also, wir haben das geschafft. Und jetzt geht's wieder zurück zur Gilde. Yep, wir gehen zurück. Und sofort zurück. All done. Danke. Requesto completo. Es gibt Geld, es gibt Bonds. Das nehme ich doch gerne. Ja, und jetzt dürfen wir Grey Fool Booster auch für unsere Gruppe auswählen, wenn wir möchten. Ich will aber Erse, alles andere ist mir egal. Weil ich könnte Lucy rausnehmen. Weil die hat doch bestimmt einen Sinn. Yay! Wir sind Guild Rank 157. Customized Team Members. Ich kann Lucy nicht rausnehmen. Verdammt. Aber Wendy als Heilerin, was bist du? Ich gehe davon aus, dass du eher ein Damage-Dealer auch bist. Ja, Ice Make. Ja, ich nehme dich trotzdem mit. Das ist für mich sowieso das Hauptteam. Mit Erza zusammen, ja. Okay, jetzt erklärt mir das Spiel, ne? Diese Bonds, das ist sozusagen der Zusammenhalt zwischen den Leuten, der wird dadurch, dass man gemeinsam Quests macht, dann natürlich auch besser. So. Okay. Take another request. Talk to Lucy. Okay, also wir reden mit Lucy und wollen vorher noch was essen. Hier kann man wahrscheinlich immer noch nichts machen, das würde mir das Spiel schon sagen. Also gehen wir mal raus. Hallo. Ach, wahrscheinlich, weil ich die Bond erhöht habe mit dir. Dadurch, dass sie ja dauerhaft im Team war. Wir haben aber nur zwei Quests gemacht. Wollen wir was essen? Nein, ich habe kein Geld. Also, sie hat kein Geld, weil Natsu ist ja nicht alles kaputt macht. Ja, okay. Das war so ein Bond. Ja, das ist so ein Bond-Gespräch. Und die hat man wahrscheinlich zwischen alle Gildenmitglieder. Okay. Rank up! Natsu und Lucy. Raises Magic Chains Chain Rate. Und jetzt machen wir, wenn wir so einen Kettenangriff machen, mehr Schaden. Was schon ganz cool ist. So, jetzt muss ich wieder rein und den nächsten Request nehmen. Also bis jetzt noch keine Sidequests, aber wie gesagt, das ist alles für mich.
Also das ist alles sehr Tutorial-mäßig. Also, Diebe haben seinen... Ja, die Post genommen. Toll. Und die muss ich mir wiederholen. Okay. Und wer kommt jetzt mit? Erza endlich mal? Yep, Erza Scarletto. Also wird... Ich gehe davon aus, das Tutorial wird mich durch alle Gildenmitglieder, die spielbar sind, nehmen. Sie hat was bestellt. Deswegen macht sie mit. Und da die Post jetzt nicht ankommt... Okay. So, get back to me. So, jetzt sind wir raus. Great Plains ist ein Bereich, glaube ich, den ich noch nicht gesehen habe. Ah, und die Gegner sind von einer dunklen Gilde. Das sind Gilden, die nicht offiziell eingetragen sind und mit dunkler Magie arbeiten. Okay, okay. Und dazu will einfach nur volle Kraft voraus. Okay. Great Plains. Also das heißt, ich könnte jetzt hier überall hinlaufen. Moment, wir machen mal die Weltkarte auf. Wie war das denn nochmal so? Ah, und da kann ich direkt hin? Yeah! Das ist echt cool. Also dieses Schnellsystem, dass man nicht ständig von A nach B geleitet wird und immer wieder hin und her laufen muss. Das machen ja sehr viele, gerade JRPGs machen das eigentlich, um die Zeit künstlich in die Länge zu ziehen. Und das finde ich halt sehr doof. Aber merkt halt, dass der Spieler hier schon sehr an die Hand genommen wird. Oder an der Hand? An der Hand. Was auch zeigt, dass es eben kein Spiel für unglaublich versierte, nenne ich das mal, RPG-Fans ist, so wie ich. Ich habe RPGs gespielt, die relativ komplex sind. Es ist einfach ein relativ einfaches Spiel bis jetzt. Okay, Great Plains. Yeah, hi. Wo war Y? Oh, das war der falsche Knopf. Egal. So, dann bin ich mal Magic. Habe ich irgendwas, was... Yep. Ah, und die sind schwach dagegen. Da machen wir das doch gerne. Schwach. Ja, ich sehe es schon. Hast du irgendwas, was... Nee, nach hinten angreift auch nicht. Dann können wir auch dich angreifen. Yep. That's it. Und wir haben ein Item bekommen. Leder würde ich sowas in der Art. Also die Areale, wo man hingeht immer, die sind schon relativ klein. Also wenn ich mir jetzt, vielleicht werden sie größer noch, aber wenn ich mir jetzt hier diese Karte zum Beispiel anschaue, die ist wirklich nicht dolle. Drehst du dich noch um? Mit Y war zuerst angreifen. Hi. Das war mal eine andere Art. Irgendwie. Okay. Jetzt verstehe ich es. Also, wenn man irgendwo in einen Kartenbereich reinkommt. Jetzt haben wir das. Epsilon. B. Finisher. Blumenblatt. Dann kann man die Sachen zerstören. Also, das heißt, man muss den Gegner besiegen und indem man ihn besiegt, macht man das voll. Interessanter Ansatz. Overdamage. Sehr schön. Klar macht man Bäume so weg. Sicher. Ja, when you're total... Ich frage mich, ob es aber auch Möglichkeiten gibt, das nicht zu schaffen. Und 10% mehr EP wieder. Yay, Natsu. Yay, Lucy. Okay, man braucht den Overdamage, um das zu machen. Und damit kriegt man dann irgendwelche besonderen Items. Hi. Energy Lacrima. Ah, okay, das ist eine Lacrima, die ich wahrscheinlich bei irgendeinem... Ja, ich warte noch, bis ich sie einsetze, da ich wahrscheinlich mein Team noch einstellen werde. Hi. Habe ich dich zuerst angegriffen? Ich hoffe es. Speed up! Okay. Ich hätte gerne... Oh, wie war Natsus? Natsus waren nebeneinander, ne? Ja, deswegen greife ich mal so an. Nein, das war blöd. Ich hätte den da hinten angreifen sollen. Denn der, ja, sind zwei nebeneinander. Jetzt mach, okay, ich mache die beiden platt und wahrscheinlich macht Erza sie komplett platt. Yep.
Und noch irgendein Item, mit dem ich noch nichts anfangen kann. Okay, Eternano ist, um MP wieder zu bekommen. Und da sind, glaube ich, die Gegner. Und wieder dieselben. Oh, da zeichnet sich schon was. Ich will nicht meckern, versteht mich nicht falsch. Ja. Cute. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht viele Gegnertypen geben wird, wenn wir jetzt schon zum dritten Mal dieselben vermummten Gestalten als Menschengegner sehen. Hm. Ah, und da ist wieder etwas. Okay. Hey, damit treffe ich alle drei. Sehr cool. Oh. Und sogar einen gebreakt. Over Damage, jetzt schon. Okay. Nehme ich. Du kannst zwei nebeneinander angreifen. Damit er dann gleich den letzten Mal wieder komplett overkillt. Danke. So, was habe ich denn hier aufgemacht? Oder habe ich gar nicht aufgemacht? Doch, habe ich. Da hinten. Hi. Bam. Schönen Schlag auf den Hinterkopf. Und wieder Geschwindigkeit hoch, das heißt, wann man drankommt. Erstmal jetzt. Ich würde das so machen, denn ich hoffe dann mit Natsu die zwei hinteren besiegen zu können. Die hier. Ja, das passt und Ersa macht den letzten dann wieder. Ich glaube, diese Taktikansätze werden halt später wahrscheinlich wichtig sein, dass man genau weiß, welcher Angriff wo angreift, dass man Leute so verschiebt, dass der Nächste sie auch töten kann. Ne, da geht's weiter. Overdamage, 30.000 oder more. Ja, okay, das ist 30.000 Overdamage, habe ich noch nicht geschafft. Aber hier sind noch ein paar Gegner, vielleicht schaffe ich es noch. Kann ich damit irgendwas machen? Ja, ich kann es kaputt schlagen. Okay, Nikora ist dieser Spirit von Lucy, weil der echt nicht besonders gut war. Hi. Ah, nicht rechtzeitig angegriffen. Okay, das wird jetzt schwieriger. Ich weiß nicht, wie er sie angreift. Das ist gerade mein Problem. Ah, ich mache so. Und die beiden. Ich hoffe einfach mal, dass er sie hat, was... Nein, es greift nur einen an. Autsch. Ja, einen ganz schön normalen Angriff. Jupp. Und das passt. Und dann versuche ich beim nächsten so einen richtigen Overkill zu schaffen. Aber wir machen erstmal... So. Ich weiß nicht, ob ich das mit Natsu gleich machen kann, weil das dürfte dann ein richtiger Overkill sein. Jo, kann ich. So, jetzt habe ich alle drei aktiviert mit einem Finisher. Aber 30.000 Overdamage kann ich noch überhaupt nicht schaffen, glaube ich. Das ist viel zu viel Schaden. Ja, das ist maximal 8.900 Schaden. Ja, das kann ich wahrscheinlich irgendwann später nochmal machen. Wenn meine Charaktere stärker sind. Okay, das war der letzte. Ja, und sie hat ihr Paket bekommen. Natürlich. Da wird wahrscheinlich irgendeine Unterwäsche oder sowas sein. Ja, war klar. War klar. Dafür ist Fairy Tail bekannt. Ne? Fanservice und die Macht der Freundschaft macht alles. Okay, ich könnte jetzt zurück zur Gilde. Will ich aber nicht. Ich will hier ein bisschen kämpfen. Nein. Denn hier gab es noch ein bisschen was zu holen. Und das würde ich mir gerne mal angucken. Und die Gegner hier mal besiegen. Man sieht nicht, welchen Level die Gegner haben. Aber ich gehe davon aus, dass sie ungefähr auf meinem Level sind. Da.
Level 2 sind die. Ja, okay, dann machen wir das mal. Machen wir es mal so. Das heißt, während ich farme, kann ich ja noch ein bisschen sagen. Ich glaube, ich werde diese Anfangsquests jetzt alle nicht in Videoform bringen. Sondern ich würde jetzt gucken, dass ich erstmal alle frei... Wow. Danke, Elsa. Und Lucy ist gleich fast down. Iron Fist. Da. Sondern dass ich erstmal diese ganzen... Wie nennt sich das? Halte ich mal selbst. Diese ganzen Quests, wo ich jetzt die Gildenmitglieder freischalten muss und so weiter, dass ich die erstmal einmal alle mache und dann, wenn es richtig losgeht und diese Tutorials vorbei sind, dann wieder komme. Ich denke mal, das wird schon ersichtlich sein, wann es soweit ist. Weil jetzt habe ich so das Kernteam zwar freigeschaltet, aber halt sind noch nicht alle Bereiche des Spiels erklärt worden, wie zum Beispiel das Gilden hochleveln, wann ich Charaktere wechseln kann und solche Sachen. Und ich glaube, das wird einfach ein bisschen spannender, als einfach nur das Tutorial die ganze Zeit zu zeigen. Welches, ich muss sagen, schon relativ langsam ist. Also alles, was er mir zeigt, könnte man vielleicht in ein, zwei Quests eigentlich machen. Aber ich gebe den in der Hinsicht mal wieder Benefit of a Doubt. Oh, hier geht es doch ziemlich weiter. Also dafür, dass ich gesagt habe vorhin, dass die Bereiche immer klein sind. Und hier ist ein Gegner. Ah, zuerst geschlagen. Okay. Na, den hatten wir noch gar nicht. Ich greife zuerst an. Das ist Elfman-Style. Könnte die beiden. Also die stehen jetzt halt ziemlich blöd für meine Attacken. Wobei ich weiß, dass Ersas Attacke da wahrscheinlich passt. Ja, ich kann nämlich nie zwei auf einmal. Oh, die sind auch Level 5. Vielleicht sollte ich noch gar nicht hier hin. Mal sehen, ob ich sterbe. Also die sind zwei Leveln über mir. In jedem anderen JRPG würde ich dafür jetzt sterben. Ja. Ja, okay, ich bin... Wie oft darf der angreifen? Okay. Stehen die noch genauso? Ja, einen nehme ich mit. Weil Lucci ist schon gestorben. Und der eine hat uns da gerade 300 Mal angegriffen. Ja. Dich. Warum greifst du nicht denselben an wie mich? Natsu ist down. Yep. Nein, nicht Retry Battle. Nee, Return to Base. Okay, gut. In dem hinteren Bereich brauche ich jetzt nicht reingehen. Auch nicht schlecht. Level 5er. Mit ein bisschen mehr Glück hätte ich das aber auch geschafft. Also, das soll es aber für dieses Video dann wieder gewesen sein. Gehabt. Ich werde jetzt ein bisschen halt diese ganzen Tutorials hinter mir bringen und sobald ich die meisten Skills und Sachen freigeschaltet habe, komme ich dann wieder und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare und Meinungen. Lasst mir auch gerne ein Like da, um zu zeigen, dass ihr diese Videos mögt. Dann mache ich sie auch sehr gerne weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ihr könnt euch auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine Playlist anschauen, wenn ihr Bock drauf habt.